Wir sind am Ende eines Verhandlungstages. Es war ein guter Tag, so viel kann ich sagen. Wir haben uns verständigt auf die strategischen Ziele, die also die Grundlage sind für die jetzt anstehende Definition der nationalen Fähigkeitsprofile. Das ist das eine. Und wir haben gesprochen über, wir haben uns verständigt auf die Frage der bodennahen Luftverteidigung. Wir haben festgestellt, jetzt durch die Entwicklung der letzten Monate, dass die Gepard-Lücke, über die alle sprechen, eine sehr schmerzliche ist und dass sie geschlossen werden muss. Darauf haben wir uns verständigt, das zu tun, genauso wie die Fähigkeitslücke geschlossen werden muss bei den Pionierfähigkeiten. Auch das ist Konsens. Und schließlich die Frage der Luftraumüberwachung und der Frühwarnfähigkeiten. Wenn man das alles drei zusammennimmt, könnte man auch sagen, back to the future. Wir reden nämlich über Themen und über Fähigkeiten, über die wir schon vor 30 Jahren mal geredet haben und in denen wir richtig gut waren. Diese Fähigkeiten gilt es jetzt wieder neu zu erlernen. Wir hatten sie drauf, jetzt müssen wir sie neu erlernen, neu implementieren in den Streitkräften. Das wird die große Herausforderung der nächsten Jahre sein. Aber allein schon durch die Verständigung und den Konsens in diesen Fragen werden wir sehr, sehr gute Fortschritte in diesem Feld machen. Fortschritt ist auch ein gutes Stichwort für unser UDCG-Treffen und vor allen Dingen auf der anderen Seite heute Mittag der auf Einladung meines polnischen und meines ukrainischen Kollegen stattgefundenen Panzerlunch. Wir haben gesprochen über die Frage der Kampfpanzerlieferung der verschiedenen Typen. Und ich freue mich, dass wir insgesamt eine stattliche Zahl von Panzern der verschiedenen Typen zusammenbekommen haben. Wir haben insgesamt von Polen koordiniert als der größten A4-Nation insgesamt ein Bataillon. Und bei den Leo 2A6, das sind knapp 30 bei den 2A4. Und auf der Seite der 2A6 sind es 14 deutsche A6er und 3 portugiesische. Da werden wir die Bataillonsstärke nicht erreichen. Einfach auch deshalb nicht, weil es nicht so viele A6er gibt wie von den A4ern. Wir waren uns gleichzeitig einig darüber, dass die größte Herausforderung daneben, jetzt diese Panzer zur Verfügung zu stellen, diejenige sein wird, in ausreichender Stückzahl Munition zu haben und Ersatzteile. Darüber laufen die Gespräche mit der Industrie. Ich selbst werde mich am Freitag mit der Industrie auch treffen auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu dem Thema, genauso wie zu der Frage der Instandsetzung. Ja, natürlich müssen die Panzer der verschiedenen Typen auch vor Ort oder nah vor Ort wieder instand gesetzt werden können, wenn sie aus dem Kriegsgeschehen beschädigt zurückkommen. Das wird die zweite große Herausforderung sein. Daran arbeiten wir ebenfalls. Schweden prüft noch, ob sie Panzer zur Verfügung stellen können und in welchem Umfang. Und die Niederlande, die nicht über eigene Leopard-Panzer verfügt, beabsichtigt, 20.000 Schuss Munition für den Leo 2A4 zu kaufen. Auch das eine große Hilfe, weil Munition und Ersatzteile, wie ich gerade gesagt habe, eine zentrale Rolle spielen. Alle Nationen sind sich darüber einig, dass die Logistik die zentrale Frage ist, also Transport und eben, wie beschrieben, die Instandsetzung und natürlich auch die Ausbildung, an der sich auch praktisch alle Nationen intensiv beteiligt werden, sodass wir, was die Leoparden angeht, auf gutem Weg sind. Oleksiy Reznikov, der an der Sitzung ebenfalls teilgenommen hat, war zufrieden mit dem Ergebnis, weil wir alle davon ausgehen, dass die Entwicklung weitergeht, passiert vielleicht auch noch mehr. Die Gespräche werden sicherlich in dem einen oder anderen Format fortgesetzt werden auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich kann jedenfalls sagen, dass wir mit diesem Zwischenschritt erst einmal arbeiten können. Da ist noch viel Arbeit daran zu tun. Nicht alle Panzer, die zugesagt werden, können sofort transportiert werden, aber ein großer Teil wird Ende März bis Ende April in der Ukraine sein können. Für die deutschen Leoparden will ich noch mal sagen, unsere werden in der letzten Märzwoche ausgeliefert werden. Das steht fest. Herr Minister, Sie haben gestern gesagt, dass der Zustand vieler Panzer nicht berauschend sei. Hat sich das danach geändert? Oder wie kam das zu der Sinneswandel? Es ist kein Sinneswandel. Ihre 2%-Ansage, war sie abgesprochen in Ihrer Koalition? Nein. Wir sind ja noch in den Haushaltsverhandlungen. Wir sind noch in der Diskussion über die nationale Sicherheitsstrategie. Das ist meine Position und die des Kanzlers. Alles Weitere wird jetzt und die des Parteivorsitzenden. Und das wird jetzt die Frage der nächsten Tage und Wochen sein, das innerhalb der Koalition zu verhandeln. Und was den Zustand der Panzer angeht, es gibt keinen wesentlichen anderen Stand der Dinge. Was klar ist, es gibt einige Panzer, viele Panzer sind sofort auslieferungs- und einsatzfähig, nach geringen Anpassungen, was Kommunikationstechnik und anderes angeht. Und andere Panzer sind in einem Zustand, der okay ist, aber der noch einige Arbeiten bedarf, also nicht sofort einsatzfähig sind, vielleicht 4 Wochen später. Daraus ergibt sich das Gesamtbild. Was nutzt der Ukraine denn ein halbes Bataillon?
ich würde mal sagen, Oleksi, mit dem ich gerade darüber gesprochen habe, ein halbes Bataillon ist A6 und ein Bataillon ist A4. Und daneben kommen ja noch über 120 bis Anfang nächsten Jahres Leopard 1A5 dazu, die man bitte nicht unterschätzen sollte. Also insgesamt reden wir dann schon über 5 bis 6 Bataillone. Entscheidend ist ja, dass wir auch nachliefern können und vor allen Dingen sicherstellen können, dass Ersatzteilbeschaffung und Instandsetzung gewährleistet sind. Wie soll ein halbes Bataillon eingesetzt werden? Das müssen Sie die Ukrainer fragen. Herr Minister, genau, wenn die Panzer erst Ende März oder Ende April dort ankommen, wird das nicht zu spät sein für die Ukraine, um die drohende Offensive der Russen abzuwehren? Also wenn ich Oleksiy Reschnikow richtig verstanden habe, besteht diese Befürchtung nicht, zumal ein Großteil der Panzer Ende März da sein wird. Herr Minister, nochmal zu den Leopard 2A6. Die Niederländer nutzen deutsche Leopard 2A6, scheinen bereit zu sein, eigentlich diese Panzer abzugeben. Warum sagt die Bundesregierung, dass diese Panzer in Deutschland bzw. in den Niederlanden... Ich habe gleich heute Nachmittag noch ein Gespräch mit Kaisa, meiner Kollegin aus den Niederlanden. Es hat bislang nach meinem Wissen keine Anfrage gegeben, diese Panzer zur Verfügung zu stellen, jedenfalls bei mir nicht. Und nochmal, es sind keine niederländischen Panzer, es sind Panzer einer deutsch-niederländischen Brigade. Das heißt, dann, wenn wir sie zur Verfügung stellen würden, gemeinschaftlich ginge das ja nur, würde das eine weitere Schwächung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr wiederum betreffen. Und deswegen kann man das nur einvernehmlich machen. Aber es gibt bislang keine Anfrage dazu. Ich werde darüber mit ihr reden, aber ich sehe das im Augenblick nicht. Eine Frage noch zur Gepard-Munition. Das wird ja Juni werden, bis die dann geliefert werden kann. Kommt das nicht auch zu spät für eine mögliche Frühjahrsoffensive? Und noch eine Frage zur allgemeinen Dienstpflicht. Da haben Sie ja gesagt, Sie sehen gute Argumente dafür. Können Sie das nochmal begründen, warum? Also zunächst zur Gepard-Munition. Nach Einschätzung aller Experten ist das völlig ausreichend, weil noch reichlich Schussmunition da sind. Vor allem, wenn man betrachtet, wie viel seit Lieferung der Gepard-Panzer mit Munition verschossen worden ist. Nochmal, das Gleiche ist etwa da. Von daher dürfte es für den bevorstehenden Zeitraum bis zum Sommer reichen. Das ist die Einschätzung der Experten. Und zur Dienstpflicht. Ich habe, glaube ich, sehr deutlich gesagt, auch wenn es hier und da verkürzt worden ist, ich habe nicht gesagt, ich will eine Dienstpflicht. Ich habe gesagt, ich finde, die Diskussion ist es wert, geführt zu werden angesichts der Gesamtlage in unserer Gesellschaft. Und vor allen Dingen muss man sie mit der jungen Generation führen und nicht über deren Köpfe hinweg. Wir reden hier immerhin über etwas, was der jungen Generation aufgebürdet würde, ohne dass irgendjemand weiß, wie das eigentlich begründet werden soll oder kann. Und deswegen ist es eine gesellschaftspolitische Diskussion und nicht eine, die mal eben so im Vorbeigehen entschieden werden sollte. Das ist mein Petitum. Und ja, ich finde, es gibt gute Gründe dafür, aber die gehören dann eben in die Diskussion eingebracht. Die Offensive von russischer Seite nochmal gesprochen. Was erwarten Sie da? Sozusagen more of the same mit mehr Leuten oder auch eine komplett andere Art der Kriegsführung von russischer Seite? Wir haben darüber heute Nachmittag nicht mehr gesprochen. Heute Morgen waren vor allen Dingen die Political Guidance für die nächsten Jahre im Vordergrund und nicht die Lage an der Front. Das war in geheimer Sitzung an anderer Stelle Thema und dazu kann ich auch nichts Neues berichten. Sagen zur Diskussion über dieses 2%-Ziel als Untergrenze. Es gibt ja auch Staaten, die das kritisch sehen. Wie optimistisch sind Sie, dass Sie sich da einigen können, dann in Vilnius? Mein Eindruck ist, dass die allermeisten Staaten einsehen, so würde ich es mal formulieren, dass allein das Erreichen der 2% im Zweifel auf Dauer nicht ausreicht, sodass es darum gehen muss, die 2% als Ausgangsbasis zu beschreiben. Aber ich sage das, was ich neulich auch gesagt habe. Das kann ja niemanden erfreuen. Wir hatten uns ja alle in einer Welt eingerichtet, dass wir nicht wieder so viel Geld für Rüstung und Waffen würden ausgeben müssen. Das ist jetzt anders. Und jetzt geht es um die Frage, wenn man es macht, muss man es auch richtig machen, so dass es nachhaltig, wirksam und einsatzfähig bleibt. Und dann kostet es eben Geld. Geld, was wahrscheinlich die meisten von uns, die wir hier stehen, gerne für andere Dinge ausgeben würden. Aber Sicherheit ist nun mal existenziell. Und deswegen gibt es zu einer vernünftigen Finanzierung der Verteidigungsausgaben und Verteidigungslasten keine Alternative, nach meiner Überzeugung. Sie haben eben gesagt, dass es Ihre Position ist und die vom Bundeskanzler und vom Parteivorsitzenden. Welche Widerstände erwarten Sie denn, dahin zu kommen und darüber hinaus? Darüber wird man jetzt intern reden müssen. Ich werde jetzt die Widerstände anderer nicht vorwegnehmen wollen. Die würde ich mir dann gerne intern erstmal anhören. Wenn die Europäer sich entschließen würden, zusammen Waffen zu kaufen, so wie sie gemeinsam Impfstoffe gekauft haben. Es gibt so einen entsprechenden Vorschlag von Estland, glaube ich. Man kann das alles gut machen und es gibt auch Gespräche mit der Europäischen Kommission. Man kann auch über
Europeace Facility nachdenken oder die Verteidigungsagentur. Es gibt verschiedene Institutionen, mithilfe derer man das machen kann. Die Frage ist, ob das schneller ist und für wann das hilft. Von daher muss man die Gespräche führen, aber wir müssen parallel, dürfen wir nicht nachlassen, mit unseren Bemühungen, Munition und Ersatzteile heranzuschaffen, wo immer wir sie herkriegen können. Aber vor allen Dingen mit der Industrie zu sprechen, wie schnell kann sie die Produktionskapazitäten hochfahren. Das ist jetzt die zentrale Frage. Zum Thema Munition, wenn man jetzt auch internationale Beschaffung oder gemeinsame Beschaffung nimmt, hat man da jetzt irgendwelche Fortschritte im Rahmen dieses Treffens gemacht, eben beim Thema Munition, ob man vielleicht auch gemeinsam vorgeht beim Thema Munitionsbeschaffung? Das ist ein Ziel, was on the mid-run eine Rolle spielt, also nicht jetzt sofort. Es macht keinen Sinn, sich jetzt zusammenzusetzen und zu glauben, damit würde das akute Problem der nächsten Monate bei der Munitionsbeschaffung gelöst werden können. Jetzt geht es darum, dass jeder an die Quellen und an die Lager und Depots rangeht, an die er rankommen kann, um zusammenzutragen, was es gibt und parallel dazu die Rüstungsindustrie zu ermuntern, mit ihr zu sprechen, dass sie die Produktionskapazitäten hochfährt und das so schnell wie möglich. Alles andere sind im Grunde genommen Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen, die wir jetzt mit dem Krieg gegen die Ukraine machen. Also wie sind wir aufgestellt, wie waren wir nicht aufgestellt und was müssen wir tun, um in Zukunft besser aufgestellt zu sein. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Dankeschön.